Prominenter Besuch beim Audi-Team Abt Sportsline am Norisring. Die Eishockey-Profis Patrick Köppchen und Timo Pielmeier vom amtierenden deutschen Meister ERC Ingolstadt wollen es wissen. Wie fühlt es sich an, wenn ein DTM-Auto mit 270 km/h über den Asphalt brettert? Ich erwarte eine heiße Fahrt. Ich glaube, um das mal aufzugreifen, eine heiße Fahrt wird es im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben gerade erfahren, im Auto sind es 76 Grad. Das hat dann auch leichte Sauna-Ausmaße und das dann kombiniert mit 180 Grad Kurven und so, mit einem Haufen Geschwindigkeit, wird mit Sicherheit ein Erlebnis, wo wir noch viel von erzählen werden dann. Gibt es vielleicht sogar Gemeinsamkeiten zwischen Rennfahrern und Eishockeyspielern? Der Team Spirit, also der Fahrer funktioniert nicht ohne das Team, so wie wir nicht ohne unsere Betreuer funktionieren. Ich glaube, dass es ein harmonisches Zusammenspiel sein muss, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, die sind alle ein bisschen verrückt in der Birne. Noch ist die Stimmung gut, aber ob sie auch nach der Fahrt noch Grund zum Lachen haben? Jetzt erstmal rein in den Rennanzug und den Helm aufsetzen. In der Boxengasse wartet schon das Renntaxi, ein Original Audi RS5 DTM. Gefahren von WEC-Fahrer Lukas Di Grassi höchstpersönlich. Einsteigen bitte. Zuerst dreht Patrick Köppchen zwei Runden auf der Strecke. Timo Pielmeier beobachtet, wie sein Teamkollege über den Norisring rast. Ordentlich durchgeschüttelt und nass geschwitzt, klettert Köppchen aus dem Taxi. Tolles Erlebnis, leider ein bisschen kurz. Aber also ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mehr fahren will, als ich dann tatsächlich gefahren bin. Aber ich könnte sofort wieder rein und hat einen riesen Spaß gemacht. Danach heizt auch Pielmeier zwei Runden über den Stadtkurs. Nach ein paar Minuten ist schon wieder alles vorbei. Der Torhüter wirkt etwas erleichtert, als er wieder festen Boden unter den Füßen hat. So, Wahnsinn, Nervenkitzel pur und man merkt auch, dass man fit sein muss, weil der Körper doch ganz schön in Schwenken kommt und von daher ja, kann ich nur sagen, Hut ab, was die Jungs leisten. Also ich persönlich bleib dann doch lieber auf der Eisfläche.